Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, und zwar geht es heute um ein Haul. Größtenteils ist Primark und auch ASOS. Und wir fangen mal gleich an, weil sonst wird es zu lang, weil es relativ viel ist. Ich fange mal an mit Schuhen, weil Schuhe nehmen immer so viel Platz weg. Und da war ich bei Primark und habe natürlich jetzt die falschen Schuhe gegriffen. Habe ich mir diese Nietenballerinas gekauft. Wollte ich euch gerade einen zweiten zeigen, aber das ist einfach nur ein schwarzer. Den habe ich übrigens auch gekauft, aber der sieht schon ein bisschen verloddert aus. Ja, einfach nur zwei paar schwarze Ballerinas, die fand ich ganz süß. Ich habe auch im Moment gerade noch ein paar Ballerinas an. Warte mal, die zeige ich euch mal. Die sehen so aus, das sind so, die kann man sich so falten. Die sind ganz praktisch für, wenn man aus ist, einfach mal in die Handtasche gestopft, so gefaltet. Die trage ich mir gerade, die sind mega bequem. Und ja, das war es an Ballerinas. Dann habe ich ein paar Sommerlatschen gekauft. Und zwar seid ihr Gladiator, Sandaletten. Ja. Achso, preislich. Ich glaube, die waren 8 Euro, die waren 5 Euro und die Orange Korallen, ich glaube, die waren reduziert auf 3 Euro. Und die haben, glaube ich, auch 6 oder 8 Euro gekostet, diese Sandaletten. Dann habe ich natürlich gedacht, ich kaufe mir mal ein paar sensible Schuhe, die ein bisschen vornehmer aussehen. Habe mir die gekauft. Wie man sieht, die sind auch ungetragen. Die sind in der Größe 39. Ich habe normalerweise eine 38 und die sind zu klein. Ja, ich habe die anprobiert, alles kein Problem. Aber jedes Mal, wenn ich die anprobiere oder beide anprobiere und damit versuche zu laufen, das drückt extrem vorne am Zeh und die sind auch noch so extrem hart, weil das ist auch noch echt Leder, glaube ich. Und ja, die haben 13, glaube ich, gekostet und die gehen jetzt in den Müll wahrscheinlich. Und dann habe ich noch ein paar Runners gekauft. Und zwar, die sind auch schon, die habe ich schon angehabt, schon alles. Das sind meine Lieblingsschuhe im Moment gerade. Das ist so braunes Kunstleder mit so Nieten drauf. Und jedes Mal, die klappern auch so ein bisschen, falls man das hört. Ja, die Nieten klappern so ein bisschen. Die sind auch extrem, extrem bequem. So heißt es. Sie sind extrem bequem, muss ich sagen. Und ja, das war's an Schuhen von Primark. Ich habe dann auch bei Forever 21 eingekauft. Und zwar gab es diese Schuhe für 10,99 Euro reduziert. Und die habe ich noch nicht angehabt, aber ich glaube, sie sind extrem bequem. Ja, und dann habe ich noch ein paar Schuhe gekauft. Ich liebe diese Teile. Da, 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 da. 15 cm Plateauschuhe. Ich finde sie so, so, so toll. Sie sind von Bibo. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein No-Name oder so. Auf jeden Fall, ja, waren sie von 52 Euro auf, ich glaube, 30 reduziert. Da musste ich sie natürlich mitnehmen. Sie haben auch so eine geile rote Sohle. Da dachte ich so, yay! Ich habe die ja schon ein paar Mal angehabt, aber ja, nach 10 Minuten tun mir so extrem die Füße weh, weil meine Fußballen wirklich, normalerweise sind die ja so in den Schuhen, aber in den Schuhen sind die halt wirklich so. Und es tut einfach nur weh nach 10 Minuten. Ja, aber ich meine, für 30 Euro muss ich die einfach mitnehmen. Und auch für 11 muss ich die einfach mitnehmen. Ja, das war's an Schuhen im Moment, gerade von Primark und auch, ja, in anderen Läden. Und jetzt kommen wir mal zu den Klamotten. Und zwar habe ich Stricksachen gekauft, so, ja. Und zwar einmal so ein Strickpulli. Wie man sieht, da steht so Peace drauf. Peace, sieht man? Ja, den habe ich gekauft. Ich glaube, der hat 5 Euro noch gekostet. Der war reduziert. Ich glaube, der war im Winterangebot und den habe ich dann natürlich für 5 Euro mitgenommen. Dann natürlich, wenn wir jetzt in den Sommer kommen, braucht Stefanie ein paar Kniestrümpfe und zwar mit so Schafen drauf. Und da wir in Irland leben, musste ich halt einfach mit Schafe kaufen. Nee, die waren auch reduziert. Ich glaube, von 3 Euro auf 1 Euro und ich stehe ja so extrem auf reduzierte Sachen. Überall, wo es einen reduzierten Tisch gibt, da ist Stefanie direkt gleich als Erste und kramt da drin rum. Und ja, da habe ich halt die Socken her und jetzt habe ich noch eine Strickjacke gekauft. Aber wie man sieht, das ist jetzt nicht so wirklich eine Strickjacke, das ist mehr so durchsichtig, das ist so Crochet, so gehäkelt. Ganz, ganz süß. Dazu habe ich noch ein blaues Top gekauft, das habe ich jetzt so vergessen, hier runterzubringen. Da habe ich noch ein blaues Top gekauft, da steht Hello Cowboys oder irgendwie so drauf, ist ganz süß zusammen. Ich glaube, die hat 7 oder 8 Euro gekostet, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann habe ich noch 3 Tops gekauft und dann war es das von Primark. Also wie gesagt, ich war jetzt, glaube ich, ein oder zweimal bei Primark in der letzten Zeit und auch nicht mehr so viel, weil ich im Moment gerade extrem viel im Internet shoppen bin.
Und dann habe ich mir dieses Top gekauft. Das ist so eine Bluse, das ist so eine, ja, halb durchsichtige, würde ich mal sagen. Und ja, die habe ich noch nicht angehabt, ich weiß nicht. Ja. Und die hat 3 Euro gekostet, wieder reduziert gewesen, ne? Und dann kommen wir hier zu so einer weißen Bluse. Und zwar mag ich euch das mal zeigen, die hat... Ach, warte, ganz kleinen Moment. Die hat hier vorne, an den Schultern hat die so Ausschnitte. Ja, wie man sieht, es sind so Löcher drin in den Schultern. Das ist so eine weiße Bluse. Ja, da dachte ich, ist ganz süß. Aber, wenn ich es anhabe... Ich bin ja sowieso schon nicht die schmalste Person. Habe ich aber mal so ein Kreuz, um jetzt wirklich mal ehrlich zu sein, habe ich so ein Kreuz drin, ne? Durch diese komischen Ausschnitte. Und naja, auf jeden Fall, ich sehe da ein bisschen wuchtig drin aus. Wuchtiger, als ich eh schon bin. Und dann habe ich noch einen Top gekauft. Das ist einfach nur so ein schwarzes. Und es ist so ein bisschen enger hier oben geschnitten. Und dann fällt es hier aber so ein bisschen so ballonmäßig. Und hinten, das ist auch ohne Ärmel, und hinten hat es halt so ein Loch drin, ne? Also jetzt nicht ein Loch, aber das ist so halt hinten im Ausschnitt. Hinten im Ausschnitt, ja. Also es hat einen Ausschnitt hinten, ne? Ist hier oben mit so einem Knopf festgemacht. Ja, das war's von Primark. Ach nee, ist ja gelogen, das war's ja noch gar nicht. Und zwar habe ich noch, ich war nämlich zu meinem Geburtstag, irgendwann jetzt, ich glaube vor 2 Wochen oder so, war ich im Hotel und brauchte halt so eine große Kosmetiktasche, weil ich meine Kosmetik nicht in meinen kleinen Koffer reingekriegt habe. Und da wollte ich jetzt nicht so einen Jutebeutel mitnehmen. Da habe ich halt diese kleine Dings gekauft für 6 Euro. Ich finde die voll schön. Das ist so wie in so einem Chanel gesteckten Leder. Aber es ist natürlich kein Leder. Es ist, glaube ich, Polyester. Ja, es ist Polyester. Und ist auch extrem großes Ding, muss ich sagen. Also hat wirklich alles angepasst fürs Wochenende. Und es war so praktisch. Und es sah auch so schick aus. Und jetzt komme ich mal zu meinem kleinen ASOS Haul aus dem Internet. Und ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Kleider bestellt. Und ich fange einfach mal an. Ich greife jetzt hier wild rein in diesen Stapel. Und zwar bei uns, bei ASOS. Die kommen ja oben aus dem Norden, also aus Belfast, irgendwo Nordirland. Und die Sachen sind viel günstiger, wenn man die über .co.uk als über .ie bestellt. Daher habe ich dort die meisten Sachen bestellt, auch wenn ich dann noch extra noch Versand und sowas zahlen musste. Und zwar habe ich so ein Kleid gekauft. Es sind also alles Ausgehkleider, ja. Und das sind keine normalen Kleider. Und zwar ist es so ein Bustierkleid. Das hat ja auch so Stangen drin. So ein Bustierkleid. Und dann ist es so mit Rosen und so. Ist ganz schön eigentlich. Und die Kleider sind alle von der Firma Lipsy. Falls ihr Lipsy kennt, das ist so eine englische Firma. Die kosten allerdings die Kleider bei uns hier in Dublin zwischen 60 und 90 Euro, wenn man in die Boutique geht. Und oben habe ich zwischen, ich glaube, 25 und 50 Pounds bezahlt. Also nicht mehr als 30 bis 55 Euro. Und da habe ich schon ein bisschen was gespart bei. Also als einmal dieses Kleid, dieses Schwarz mit den, ich glaube, das sind Rosen. Das sind, glaube ich, Rosen hier drauf. Ja, dann geht es weiter. Dann habe ich nochmal so ein Bustierkleid bestellt. Und zwar ist es in dieser Farbe, das ist so komisch Zebra. Und es fällt dann auch hier so ganz schön, ne? Das ist auch relativ kurz, die gehen also übers gerade mal bis zum Knie. Ja, dafür habe ich, glaube ich, auch nicht mehr als 30 Pfund bezahlt. Dann habe ich nochmal, naja, das ist jetzt nicht so ein Bustierkleid, aber das ist so ein Trägerkleid. So in so leuchtend orange, lila, grau. Das fällt so extrem ballonartig. Da habe ich solche Hüften in dem Kleid. Jetzt weiß ich ja nicht so genau, ob ich das behalte. Und ja, das ist halt... Die Farben sind zwar ganz schön, wenn man so irgendwie ein bisschen gebräunt ist, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich es behalte. Dann kommen wir jetzt noch zum roten Kleid. Da kann man... Das ist auch so teilweise so Bustier-Kleid, aber das hat so Träger, aber die kann man abmachen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich es mit oder ohne trage. Und zwar ist es hier oben, ja... Geht es so und dann fällt es auf einmal so in so flauschig. Und dann hat es dann noch so ein Petticoat hier drunter. Warte mal, das hat hier irgendwie 25 Unterröcke und das ist so ein Petticoat-Unterrock. Auf einmal, das ist so mega ballonartig. Das ist eigentlich ganz schön, aber dadurch, dass ich eh schon so wuchtige Hüften habe, sehe ich aus wie so ein Kürbis. Ja, mal gucken, ob ich es anziehe oder ob ich es jeweils oder ob ich es behalte. Keine Ahnung. Dann kommen wir nochmal zu einem Bustierkleid. Das ist, hier hat es so also eine Strippe für Schleife hinten. Und dann hat es aber auch nochmal so eine Strippe hier vorne. Warte mal. Ja, die kann man nur verschiedenartig anziehen. Das kann ich so als Snackholder-Kleid anziehen. Das
Kann ich aber auch, die Strippe kann ich aber auch hier vorne als Schleife binden. Ja, das ist dann so dreifarbig. Das ist schwarz, grau und pink. Irgendwie so, es kommt gerade ein bisschen lila rüber, ne? Aber es ist grau. Und ja, das behalte ich definitiv. Das ist auch von ASOS. Ja. Und das ist halt ASOS Eigenmarke. Und der Rest ist alles Lipsy. Und ja, dann kommen wir zum drei letzten Sachen. Und zwar ist es einmal so ein Kleid. Ich zeige euch das mal. Das hat hier so ganz coole Träger. Und zwar gehen die hier so direkt hier vorne lang. Und dann hat es hier vorne, geht es hier vorne so. Hat die Träger jetzt hier wieder. Hat es hier vorne aber so ein Loch. Das heißt, hier vorne ist es so ein Loch. Ja. Das habe ich bestellt und es kam in der Nummer zu klein. Hab's Preisschild abgemacht und mir dann erst aufgefallen, dass es Nummer zu klein ist. Deswegen konnte ich es jetzt nicht zurückschicken. Deswegen geht es wahrscheinlich auf eBay rauf. Weil man kann keine Unterwäsche darunter anziehen, weil es extrem eng ist. Und dieses Loch hier vorne, ja, geht gar nicht. Also ich sehe aus wie so eine billige Stripperin in dem Ding. Und das wollen wir nur auch nicht, wenn wir ausgehen. Das hat zwar hinten noch, das ist hinten geschlossen, aber das sieht ganz komisch aus, wenn ich es andersrum anziehe. Deswegen, ja, so, das ist übrigens in so einem dunkelblau und dann ist es hier unten so ein bisschen geriffelt. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn es jetzt nicht so strippermäßig aussehen würde, ne? Und dann kommen wir zu den zwei letzten Sachen, die ich bei H&M gekauft habe. Und zwar, oh, da sind die ganzen Kleiderbügel. Und zwar ist es auch so ein Kleid. Und da hat es hier vorne, dann ist es hier vorne so netzartig ausgeschnitten, wie man es sieht. Sieht man es? Ja, so ein bisschen, ne? Es ist hier vorne so ein dreieckiges Netzteil. Ja, das geht halt bis runter zum Bauchnabel, ne? Ja, ich finde es ganz schön. Meine Freundin hat jetzt wieder gesagt, ich sehe aus wie eine Stripperin, aber das ist mir egal, weil ich finde es schön und das ist jetzt nicht ganz so offenherzig, wenn da jetzt halt dieses Netz vor ist, als wenn ich das hier mit diesem komischen anziehe, wo das hier vorne ein Loch drin hat. Ne, das finde ich jetzt ein bisschen, das ist anders als mit dem schwarzen hier, wo das so ein bisschen vernetzt ist. Ja, und da ja Blazer wieder ganz modern sind, habe ich gedacht, ich kaufe mir auch mal einen Blazer. Und da habe ich mir meinen ersten schwarzen Blazer gekauft von H&M. Und ich bin ganz erstaunt, weil ich habe Größe 34 gekauft. Und, ach nee, 36. Ich bin normalerweise eine 40, 42. Ich habe eine 36 gekauft. Yay! Ja, das ist einfach so ein normaler schwarzer Blazer, wo man die Dingens aufräufeln kann, die Ärmel. Und ich finde ihn ganz schön und ich glaube, der war reduziert auf 10 Euro. Wie gesagt, Stefanie ist mal wieder am Bühltisch gewesen und hat ordentlich gekauft. Und ja, den kann man auch zwischendurch mal irgendwie so als Jacke anziehen, ohne dass man irgendwie sich einen Ast abfriert. Und das war's, meine Lieben. Ja, ich glaube doch, das war's. Nichts mehr hier rumliegen. Das war's von meinem kleinen Primark und ASOS Haul. Und wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Ich glaube, ich werde jetzt noch gleich ein Beauty Haul abdrehen und dann werde ich es alles hochladen, ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!